Ich habe irgendeine Flagge bekommen, wo ein Einhorn drauf ist. Passt ja. Kannst gleich der Unicorn Place schenken. Die wird sich freuen. Oh Gott, oh Gott. Würde vom Namen her richtig gut passen, also sollte man mal meinen. So, die neue Runde. Dragoran. Oh, wir spielen gegen ein Pokémon. Mega Gengar. Oh, cool. Wir müssen die Pokémon besiegen. Hilfe. No, ich will schon. Ihr schafft das. Ich glaube an euch. Ja, hoffe ich mal, dass wir das schaffen, aber... Ja, das ist 1-0. Die Nicht-Pokémon-Leute haben das Tor erzielt. Das ist nicht schön. So. Ja, so kann das auch weitergehen. Ich voll dafür. Dann machen wir das. Alle paar Sekunden einfach ein Tor. Ja. Ich frag mich, wie dieses... Oh. Wie dieses Ranking eigentlich zustande kommt. Wie viele Punkte man abgezogen bekommt oder dazu bekommt. Hängt das von den Toren ab, oder... Nee, von den Punkten. Und von den Toren, glaube ich. Ach so, von den Punkten. Nein, ich hab's. Ist ja interessant zu wissen. Ja, ist aber immer so, dann frage ich mich immer die meisten Punkte. So, los! Nein! Oh, Mann! Ich will das Tor haben! Ja, super. Oh, schön, dann habe ich die Vorlage gekriegt. Boah, vor allem, der wehrt dir noch in letzter Sekunde ab und dann kommst du. Oh, das hast du gut gemacht. Ne, das war ja gut. Oh. Ah, ich finde diesen Sound bei diesem Sternenstaub so toll. Ich mag den. Oh. Also bei mir kommt irgendwie Fledermäuse aus dem Arsch. Fledermäuse aus dem Arsch? Oh Gott. Ja, also Candycorn, das ist so eine Zwischung aus Candycorn und Fledermäuse. Das finde ich total genial. Wie hast du das denn geschafft? Das ist ja... Oh. Ich wollte jetzt eigentlich reinpreschen, aber irgendwie kam der nicht so. Er ist zu spät gekommen. Aha. Ja, leider. Nein. Oh. Das tut mir leid, aber mit mir wird auch leider das Niveau runtergezogen. Ja? Nee, das wird auch erhöht durch dich. Indem ich so Sachen denke wie, da ist aber zu spät gekommen. Ja, ich muss immer gegen die Wir sind auf einem sehr hohen Niveau. Auch. So. Uiuiui, da kommen sie aber. Oh, schade. Okay. Nein. Oh. Nein, oh, daneben gesprungen, aber. Mal schauen. Ich hatte das Gefühl, als wenn ich gerade irgendwen von uns weggecrashed habe. Ja. Der Maispritz, das ist auch ein interessanter Name. Maispritz. Ich glaube, der spritzt zu oft. Und deswegen heißt er so. Er spritzt bestimmt ganz oft Zucker bis auf seine Torten. So eine Idee. Oh Mann! Ich werde hier das ganze Haus zusammenschreien. Auch wenn ich das letzte, was ich mache, ich mache Zucker! Oh, das war Glück. Wie wir uns um das Tor gestritten haben. Aber bei 22, also bei 2 Minuten 22 immerhin, ne? Ja, ne, das ist eine schöne Schnapszahl, darauf muss er einen trinken. Ich hab schon wieder rausgeschossen, das gibt es doch nicht. Die arme Jenny. Ja, armes Tuf-Tuf. Oh. Ja. Ich kann wieder mitspielen, juhu! In der Zeit habe ich mich da oben. Du musst mal gucken, dass du dein Auto gerade hältst. Ich muss mal gucken, dass ich überhaupt lerne, hier irgendwie dieses Spiel zu spielen. Das kannst du doch. Also... Ja, ja musst du nicht lernen. Eine sehr interessante Mischung. Eine interessante Mischung? Aus was denn? Aus beiden Sachen, die ich immer noch nicht kann. Also, das ach ja, stimmt, ja. Eine, die du nicht kannst, Sachen. Davon gibt es ja ein paar. Nein! So. Erstmal weg mit dem Ding. Aber oh, der kommt schon wieder. Oh. Der Gengar, ey, scheiße.
ein Geist-Pokémon. Sollte man nicht unterschätzen. Es ist weg und dann... Und die Vorlage hat natürlich der Mal Spritz gegeben, ne? Eine Spritzvorlage für Gengar, also... Ja, es ist so interessant. Oh, was hast du denn für Fledermäuse? Ja, das meine ich, aber da kommt Fledermäuse. Das sieht geil aus. Oh, das macht den echt geil. Oh Mann, nein, schade, zu hoch. Es ist unmöglich. Ja. Es ist genauso, als wenn man einen Error in einem Spiel entdeckt und das ganze Spiel abstürzt. Es wird einfach entweder nie passieren und wenn doch, dann schmiert die Welt ab. Nein! Oh! Oh, die Jenny, ey. Geil, oh. Da freut sich die Dritte, ne? Über die Punkte, ne? Für die Parade oder so, ne? Müsste Glanzparade gewesen sein, ne? Ich hab geglänzt wie im Mittelpunkt. Oh. Oh, da hatten wir mal wieder Glück. Dragoran. Oh. Schade. Oh, Mann, und ich stehe auf dem Kopf. Ja, bringt mir nichts. Ich möchte mir später nochmal anhören, was für ein Scheiß ich gesagt habe. Ja, ich schneide das ja einmal in einer Folge zusammen und einmal dann mache ich dann noch so ein Best-of. Oh, das wird lustig. Ja, da schneide ich dann so lustige Sachen wie irgendwie so Maispritz und Gengar oder sowas zusammen wahrscheinlich. Wo es dann. Ich habe gerettet in die feuchte Kalko. Oh Mann. Na! Da! Oh. Oh. Schade. Aber na gut, da ist es 3-1, ne? Ist ja ganz cool. Oh, scheiße. Och, mir hat gerade jemand auf YouTube eine Nachricht geschickt. Mal wieder, wieso fragt mich jeder, welches Aufnahmeprogramm benutzt du? Ich sag doch immer tausendmal, ich benutze Shadowplay und Fraps, wobei ich hier zum Beispiel mal wieder das Shadowplay benutze. Frag mich immer, warum das noch, warum das nie alle wissen. Ich sag das doch tausendmal. Ja? Ja. Welches Aufnahmeprogramm verwendest du? Weil die schon immer wissen. Ja. Oh, Mega Gengar. Wir spielen nochmal gegen die. Okay. Ja, interessant. Nochmal der Pokémon-Kampf gegen Gengar und Dragoran und dann auch so ein Spritz dazwischen. In der Tat. Ja. Aus den Namen kann man immer mal was Lustiges ableiten. Das ist genauso, als wenn man irgendwie, also ich durfte ja mit überlegen, als mein Neffe geboren wurde und das Drama anfing, ich bin nur vorbeigegangen. Ach. Als das Drama anfing und mein Neffe geboren wurde, yeah. Und ich dieses Tor nicht bekommen habe. Wieso habe ich eine Vorlage gegeben? Ich habe doch gar nichts gemacht. Ja, die Welt ist komisch. Jedenfalls. Ja, Jenny, hast du super gemacht. Fahr nochmal ins Tor rein. Egal. und da durfte ich mir halt so mit aussuchen, welchen Namen halt mein Neffe nun haben kann. Oh je. Mir war es wichtig, dass er so einen richtigen Fashion-Namen hat und so. Meiner Schwester war es einfach, die dachte sich einfach nur, er soll nicht gemobbt werden später. Also soll er nicht Kevin heißen, oder? Tut mir leid, Kevin, ist halt so. Ah! Nein! Und dann kommen so voll die kreativen Namensvorschläge von mir. Günther Klaus. Oioioioioi. Gerald von Riva hätte ich sie genannt. Genau, oder sowas halt in der Atmosphäre. Oh. Auch unzählige Namen von Leuten aus Spielen. Jetzt heißt er Max. Ich würde den Kira Metz nennen. Nein, also wenn es Mädchen gewesen wäre, dann würde ich das Mädchen Kira Metz nennen. Lieber das. Ich werde mal. Da hast du meine Vorlage gut genutzt, also muss ich sagen. Ich habe zwei Vorlagen. jedenfalls. Ja. Er heißt jetzt Max. Ach, wie bist du denn von Günther Klaus auf Max gekommen? Meine Schwester hat den Namen ausgesucht und hat mich nicht mal beachtet. Und wer hat jetzt das Kind gekriegt? Deine Schwester oder wer? Ja, meine Schwester. Ach so. Darum sag ich ja meine Schwester. und ja, aber jedenfalls, worauf ich gerade so raus wollte. Ich weiß nicht, ob irgendwer das... Oh, der Maispritz hat ins Tor gespritzt, Mann.
Ich kenne so einen Spruch. Egal was passiert. Ich möchte mein Kind Herald nennen. Und wenn es ein Mädchen wird, dann hat Herald es schwer auf dem Spielplatz. Oder in der Schule. Oh. Möchtest du unbedingt einen Geralt haben? Ist ja so toll. Bin ich mir mittlerweile nicht mehr so sicher. Ja? Warum? Warum mittlerweile? Was findest du jetzt an dem doof? Naja, also ich meine, das wäre schon irgendwie ein bisschen doof, wenn mein eigenes Kind so in der Vergangenheit lebt, ne? So in der Vergangenheit? Vielleicht wird das Kind dann auch so pervers wie der liebe Geralt. Wenn er wird pervers wie ich, also ich habe Geralt ja eh schon lang getroffen. Dann wird so das so ein Fremdgeher-Kind, ne, so wie der Geralt. Im Prinzip geht ja der Geralt die ganze Zeit fremd, weil der ja eigentlich ja seine Freundin sucht, aber ja, dann liebt er noch tausend andere. Geralt sucht Frau. Ja, ist ja so. Zwischenhaltestellen eingebaut. Das ist so, als wenn Mario seine Peach sucht und dann aber auf der Suche danach mit tausend anderen Frauen noch irgendwas machen würde und dann sagen würde, ach, ich lieb dich auch und so. Ja, du, das sieht schon mal sehr gut aus, ja. Dreh dich mal, okay, ja. Ja, du bist super. Da hast du morgen vielleicht Zeit, so? Ja, genau. Schaffe! Und mein Tor kommt jetzt hier an. Nein, das ist mein Tor. Doch kein Tor. Das war für mich bestimmt, ich weiß es, aber jemand hat es mir weggenommen. Jemand hat es dir weggenommen? Ja. Oh. Mann, wenn der Ball so hoch ist, dann kann ich den nicht so toll sehen. Das ist scheiße. Nein, ich will so scheiße. Oh Mann. Oh, ich gönn's dir eigentlich, aber. Ein schönes Best-of. Nein, komm denn nicht. Komischen Menschen, die irgendeine Scheiße einfach vor sich herlabern. Die was? Einfach nur so komische Laute von sich geben. Ja. Ah! Nein! Oh, schon wieder hat er ins Tor gespritzt. Das zweite Mal. Mann. Dieser Anspritzer, ey. Ja. Nun Scheiß. Jetzt haben wir noch eine Minute für den Ausgleich. Mal gucken, ob wir das irgendwie hinkriegen. Komm, wir das schaffen heißt, wir. Wir werden es hinkriegen. Los, wir schaffen das. Oh. Oh! Oh! Scheiße! Oh, das war aber knapp. Jetzt. Nein! Mann, ich hab den Maispritz extra aufgehalten. Oh, kein Ding. Oh Mann, ich komm mir so behindert vor. Warum? Ich hab das gerade daneben gehauen. Nein, gut geworden. Ich glaube, der Spritz, der hat so allmählich unsere Taktik durchschaut. Taktik? Was? Wir haben eine Taktik? Ja! Oh. War das eigentlich nicht eine Eigentor? Ich weiß nicht. Dann hat der... Guck! Das Gengar hat ein Eigentor gemacht. Lol. Also wie die sich jetzt aufregen werden, ja. So. Also ich reg mich mindestens genauso auf und wir machen sogar alles richtig. Ja, ne? Du machst doch alles richtig, also brauchst dich gar nicht aufregen. Plus 7, ah schön. Ich brauch mich zwar nicht aufregen, aber ich hab irgendein geiles... Oh, ich hab Ion Lila gekriegt.
So, auf in die nächste Runde. Macht so Spaß, ey. Zu dritt ist das besonders mit der Jenny. Die ist sehr unterhaltsam, finde ich. Also... Geht ihr ist auch immer diese Einladung von diesen Leuten, die dann nur Links posten und so? Oh je, oh je. Ja, da klickt man nicht drauf. Oh ne, Spielersuche läuft. Das heißt, das Spiel wird eh nicht stattfinden. Aber ich finde das immer behindert. Warum passiert sowas? Weil einer aus dem anderen Team rausgeht und dann da die Lücke gefüllt werden muss. Na so. Ja, aber dann wird die einen, das wird dann immer abgebrochen. Ich bin nur mein Lückenfüller. Okay. Oh. Also ich jetzt gerade nicht, aber das müssen die sich da eigentlich. Ich hör einfach auf zu reden. Ja, dann hör auf zu reden. Oh, mein Pimmel. Oh je, oh je. So. Ich werde einfach weiterreden.